So, herzlich willkommen zu meinem Strick-Podcast Habt es fein strickt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, mir dabei zuzuschauen, wie ich euch zeigen möchte, was ich in den letzten Wochen gestrickt habe. Ihr hört, meine Stimme ist immer noch belegt. Ich war ein bisschen kränklich. Ich hatte eine leichte Bronchitis, hat mein Sohn angeschleppt hier im Haus und fröhlich verteilt. Aber es geht jetzt wieder einigermaßen gut und ich hoffe, dass ich auch nicht unbedingt jetzt hier husten muss. Gut. Herzlich willkommen an alle Neuen, die noch nie dabei waren. Dies ist ein Strick-Podcast. Habt es fein strickt. Ich bin Nico und ich lege jetzt einfach los. Ihr seht hier im Hintergrund relativ präsent sowas wie einen Adventskalender. Und zwar ist es mein Adventskalender. Jedes Jahr ist es immer wieder dasselbe, dass in der Strick-Community die Leute echt völlig ausflippen bezüglich der Adventskalender, die man kaufen kann bezüglich Wolle und Fasern und ja. Und ich natürlich auch. Und der ganze Einzelhandel ist voll mit irgendwelchen Adventskalendern. Das ist ja so geboomt in den letzten Jahren. Und jetzt ist das aber so, dass wenn man sich einen einen wolligen Adventskalender bestellt, natürlich weiß man nicht, was man da kauft. Man bekommt ja so diese Bilder schon mit auf den Weg, wo so Farbrichtungen und so vorgegeben werden. Man weiß, es ist ein Tuch, was man strickt, oder es ist ein Fade in einem Pulli oder was auch immer. Aber letzten Endes weiß man es nie so genau und genau das ist der Punkt, warum das nichts für mich ist. Ich will das wissen, was es ist. Ich will wissen, was ich vorher kaufe, weil ich einfach nicht enttäuscht werden möchte. Es gibt sicherlich Handfärber, wo ich weiß, dass man überhaupt nicht enttäuscht wird, auf gar keinen Fall. Aber das ist einfach nichts für mich. Aber trotzdem möchte ich einen wolligen Adventskalender haben und habe mir den dann eben einfach mal eben selber gemacht. So, hab mir Wolle gekauft für ein schönes Projekt, was ich gerne machen möchte. Hab mir das auf vier Päckchen aufgeteilt, hab's eingepackt und hier ist es. Jetzt ist es eigentlich mehr eine Überraschung für euch als für mich, aber ich freue mich da trotzdem total drauf und das habe ich jetzt einfach mal hier so aufgehangen. Es ist ja auch sehr prominent jetzt hier gerade im Bild. Aber ich finde es total schön. Das hängt dann bei uns in der Küche. Ich werde es noch ein bisschen mehr dekorieren mit Tannenzweigen und so, damit es auch ein bisschen adventlich aussieht. Hier, dieser Wandbehang, den habe ich irgendwann mal gekauft. Und dann haben wir sind ja 4 Personen im Haushalt und dann habe ich natürlich, Entschuldigung, dann habe ich für jeden ein Päckchen fertig gemacht. Und das ist ganz gut angekommen, aber wenn man es nicht macht, ist es irgendwie auch nicht so schlimm. Und dann dachte ich so, dann ist es jetzt eben nur noch meins. So. Gut, das ist nicht nur mein Advent, also das ist nicht mein einziger Adventskalender. Ich habe dann da noch einen, der in die strickige Richtung geht. Und zwar ist das ein Adventskalender Stricken und Schmökern von der Martina Behm. Habe ich mir selber gekauft und selber bezahlt. Und das ist ein, ich bin darauf aufmerksam geworden durch die Evelyn von Maschenträume. Die hat es irgendwann mal vorgestellt und das fand ich irgendwie super nett, ganz süß. Hier drin verschiedene Texte sind dann da drin und auch Anleitungen. Ich kann da noch nicht reinschauen, denn, wie zeige ich euch das am besten? Also, naja, am besten mal von hinten nach vorne. So, hier sind immer diese einzelnen Türchen oder Seiten. Die sind auch verklebt, also ich kann da gar nicht reingucken.
Die muss man dann mit so einem, entweder mit einem Messer, mit der Schere oder was, muss man das erst noch aufschneiden. Und dann kann man jeden Tag eine kleine Geschichte lesen. Oder ja, hier freuen Sie sich auf 24 kleine Auszeiten, in denen Sie sich entspannt zurücklehnen und ein bisschen Adventszauber gönnen können. Finde ich sehr nett. Das sind 6 Strickideen, sehe ich gerade, sind da drin. 18 Texte sowie 6 Strickideen. Das sind wahrscheinlich dann irgendwie Kleinigkeiten, die man sieht hier auf dem Bild vorne schon Nikolaus. Und dem vielleicht ist die Anleitung zu dem da drin. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Finde ich also eine sehr, sehr schöne Idee. Und ja, im Buchhandel erhältlich, wer das ebenfalls haben möchte. So, das sind meine wolligen Adventskalender. Natürlich habe ich oben noch mehr. Ne? Nein, ich habe noch 2 aus Schokolade, also Schokoladen-Adventskalender und einen Tee-Adventskalender. Und der eine Schokoladen-Adventskalender ist vom Möbelschweden. Erstmalig vom Möbelschweden habe ich den Adventskalender. Ich bin sehr gespannt, ob ich da das große losgezogen habe. Wir werden sehen. So, und jetzt, was habe ich denn gestrickt? So, jetzt geht das hier los. Den lege ich mal beiseite. Fertig geworden ist etwas, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Das habt ihr ja alles heute noch gar nicht gesehen. Und zwar ist das der, nennt sich, der Pullover nennt sich Frankie Gänser von Sandnesgarn, ist aus diesem Heft. Das ist ein Heft, da ist ist einzig nur dieser Pulli drin. Und zwar nur in anderen Garnqualitäten sowie auch in anderen Größen, in allen Größen, sowie auch einmal von oben nach unten gestrickt und einmal von unten nach oben gestrickt. Das ist alles, wie gesagt, nur dieser Pullover, auch in verschiedenen Sprachen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie der denn auszusehen hat, wenn er fertig ist. Also man sieht jetzt hier so dieses Modell, sieht ein bisschen sackig aus, ist er auch. Sehr weit. Und jetzt zeige ich euch meinen. Ich muss dazu sagen, nee, sag ich gleich. Hier, guck mal, ja. Ich habe das schon mal angehabt, mache ich ja eigentlich nicht. Ne? Also ich ziehe ja meistens die Sachen erst an, wenn ich es euch gezeigt habe. Ne? Aber so. Ich weiß nicht, was los war mit mir. Ich musste den einfach fertig machen. Und da habe ich gestrickt und gestrickt und gestrickt. So. Hier seht ihr die Raglanlinie. Man fängt hier oben an, dass hier oben erstmal gerade so eine Sattelschulter passiert. Und dann kommen Raglan-Zunahmen über einen etwas breiteren Streifen. Dann wird der Ärmel gestrickt. Eigentlich sieht die Anleitung keine Abnahmen für den Ärmel vor. Aber ich fand das irgendwie zu weit. Und dann habe ich doch Abnahmen gemacht. Und dann ein sehr, sehr langes Bündchen. Es ist relativ weit. Das Bündchen ist eins rechts, eins links, wobei die rechts gestrickten Maschen verschränkt werden. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und der Körper ist ebenfalls relativ schlicht nach unten, gerade nach unten. So, jetzt seht ihr, das Ganze ist ganz schön weit. Ist er auch. Ich hatte ihn angezogen nach dem Waschen und habe gedacht, ach nee, nicht schon wieder so einen viel zu großen Pulli, bitte nicht. Warum ist das schon wieder passiert? Aber ich habe den dann getragen, abends habe ich den getragen und so wie ich den kombiniert habe, war das perfekt. Den fand ich super. Ich habe jetzt noch kein Tragebild, habe ich vergessen zu machen, aber ich werde eins machen und dann werde ich euch das zeigen. Höchstwahrscheinlich schon in der nächsten Folge wird es drin sein. Das Bündchen habe ich auch erstmalig so gestrickt, nämlich doppelt. Das ist doppelt genommen. So. So, und welche Wolle habe ich genommen? Oh Mann. Ich habe ja, ich glaube in der letzten Folge ist es noch gewesen, dass ich euch nochmal den Cardigan Nummer 4 von My Favorite Things Knitwear gezeigt habe. Und es gab dann viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich den noch hätte irgendwie für mich retten können. Und
Der hatte ja so einige Baustellen und ja, ich glaube, während das Video hochgeladen ist, habe ich schon die Nadeln gezogen, weil ich dachte, nee, komm, das. Vor allem hatte ich die Wolle in der Hand, ich hatte den Pulli in der Hand und irgendwie ging in meinem Kopf die ganze Zeit Frankie Genser, Frankie Genser, Frankie Genser ging im Kopf rum und ich dachte, das ist die perfekte Wolle dafür. Ja, und dann musste das einfach sein. Und wenn man, ich finde irgendwie, wenn man im Strickprozess schon unzufrieden ist und nur nörgelt, dann gibt das nichts. Dann muss das weg. Und dann habe ich den auch. Ja, schade um diese Jacke, weil sie ja eigentlich doch sehr schön ist. Aber irgendwie haben wir nicht zusammengepasst. Vielleicht nächstes Mal. Irgendwann vielleicht. So, denn. Also das ist jetzt gewesen die Drops Alpaka zusammen mit der Drops Kid Silk mit Nadelstärke 4,5 der Körper, die Bündchen allerdings mit Nadelstärke 5. Dadurch, dass, weil sonst hätte sich das wahrscheinlich noch mehr zusammengezogen und es sollte ja nach Möglichkeit nicht so zusammengezogen sein. Ne? So. Und also wirklich schön, die Passform ist sicherlich Oversize, aber mir gefällt es und der lässt sich schön tragen, ist auch nicht zu warm, aber auch nicht zu kühl durch diese, durch das, dadurch, dass er so auch so weit ist. Ne? Sehr, sehr schöner Pulli. Blöd ist halt nur, was heißt blöd, kann man auch mitleben. Dadurch, dass der so breit ist und die Ärmel, schaut mal, die Ärmel relativ weit nach unten gehen. Das heißt, sie sitzen hier irgendwo. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Jacke darüber anziehe oder eine Weste geht gar nicht, würde ich jetzt eine Weste darüber anziehen, dann rutscht mir ja dann das Ärmelbündchen ganz nach oben. Das ist halt so, ja, na gut, das kann man auch mit leben, ne? So. Ja, Frankie Genser Sandnes Garn. Es gibt auch ein Sandnes Magazin, da sind mehrere. Also das ist das ganze Magazin. Ich glaube, das ist letzten Sommer erschienen. Also ich habe es im Sommer wenigstens schon im Handel gesehen. Da ist der auch drin, aber eben nur der einzelne. Und hier sind ganz, ganz viele Varianten von diesem Pulli drin. Dann haben wir das. So, tue ich das mal hier beiseite. Den Pulli kann ich euch aufhängen. Ist mir ja, ach nee, jetzt sehe ich gerade, jetzt sage ich euch erstmal, was ich anhabe. Und zwar habe ich einen Pulli an aus, nach einem Design von Isabel Krämer. Es ist schon ein älteres Design. Und das Design trägt einen Namen, wo ich überhaupt gar nicht weiß, wie man es ausspricht. Und ich sage aber immer Berber. Sweater. Es schreibt sich irgendwie ganz merkwürdig, so ein bisschen französisch. Ich mit so einem Dach oben drauf auf dem I. Also ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ich werde euch das unten verlinken, weil ich das kann. Und dann könnt ihr euch das auf Ravelry mal anschauen bei der Isabel Krämer, wie das aus, wie dieser Pulli aussieht. Der Pulli hat hier ist natürlich ein relativ großer V-Ausschnitt hier oben mit einer Contiguous Set-in Sleeve Shoulder. Und hier ringsherum um das zwei links, zwei rechts Bündchen, da werden Löcher gearbeitet, genauso wie das hier am Ärmel auch ist, ne? Da unten. Da werden so Löcher eingearbeitet, bevor dieses zwei rechts, zwei links Bündchen kommt. Und als Designvariante oder Feature so hat sie, trägt sie das auch auf den Bildern, habe ich da ein Band durchgezogen und unten zu einer Schleife gebunden und finde ich ganz niedlich. Das habe ich, hatte ich eigentlich so nicht vor, weil das beim Waschen muss man es ja immer rauspulen, aber es war halt so, dass ich viel zu viele Maschen aufgenommen habe für das Bündchen und dann war das viel zu weit und durch dieses Bändchen kann man es noch ein bisschen regulieren. Gestrickt habe ich eine Wolle von Schäpjes. Auch das spricht man so nicht aus, aber ich mache das so. Schäpjes. Und ich glaube, die hieß Stonewash. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil es ist auch schon sehr, sehr lange, sehr, sehr lange her. Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist das, was ich heute trage. So. Dann
ist mir als nächstes etwas von den Nadeln gesprungen. Da wollte ich erst gar nicht so richtig, aber irgendwie kommt man ja nicht dran vorbei. Und zwar da dran. Ein Schal fürs Leben von Lana Grosser, Save the Children und Brigitte Magazin. Das ist eine gemeinsame Aktion. Das wird jedes Jahr veranstaltet. Da gibt es dann einen Schal. Der wird eine Box mit Wolle für einen Schal sowie auch einem Label drin. Das kann ich euch nicht zeigen, weil ich schon verbummelt habe. Aber ich mache es sowieso nie an den Schal. Der Schal sieht dann am Ende so aus. Und es wird kraus rechts gestrickt, immer mit doppelt gehaltenem Faden. Das Material da drin für diesen Schal ist komplett in der Box dabei. Und an manchen Stellen ist der Schal in Tarsienmuster gearbeitet. Also das sind dann so Quadrate, die dann da entstehen. So, mein Schal ist auch schon bis auf die Fransen fertig. Ich werde auch Fransen machen und bis auf die Fäden vernähen. Das ist ein bisschen doof mit den Fäden. Das sind viele. Ich habe schon angefangen. Das ist halt die, ja, die lasse ich natürlich hier unten hängen, weil da kommen eh die Fransen dran. Ne, so sieht es dann aus. Das ist ein Karo-Muster. Ansonsten in einem Kraus-Rechts-Teil. Dann wieder ein Karo-Muster. Ein Kraus-Rechts-Teil nur in Weiß. Und dann wechselt das Ganze über in Beige mit Braun bis runter. So. Es war ein bisschen lästig zwischendurch diese Verkreuzungen, denn man arbeitet doppelfädig. Entschuldigung. Man arbeitet hier doppelfädig, aber nur ein Faden wird hier in der Mitte immer verkreuzt. Das heißt, man hatte immer drei Fäden am Gestrick. Und zwei davon mussten immer verkreuzt werden in jeder Reihe. Das war ein Wirrwarr. Man musste immer die ganzen Knäuel sortieren. Und das war echt schon nervig in diesem Abschnitt. Aber auch das hat geklappt, haben wir geschafft. Und deswegen Haken hinter. Der Schal wird sein für meinen Mann. Der hat sich den ausgesucht. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ja, dann habe ich gefragt. Ich so, und gefällt er dir dieses Jahr? Möchtest du den haben? Ich habe ein Jahr, habe ich drei Stück gestrickt. Einen für mich und zwei für, also einen für meinen Mann und einen für meinen Sohn. Meine Tochter ist da sehr, sehr kratzempfindlich, was Wolle angeht. Die hat direkt gesagt, der kratzt alles, das kratzt alles. Ja. Ja, und dann habe ich den natürlich gekauft und 10 Euro von dem Erlös oder vom Kaufpreis dieser Box werden gespendet an die Aktion Save the Children bzw. an syrische Flüchtlingskinder. So, das ist der Schal fürs Leben. Ich habe gestrickt mit Nadelstärke 9. Also es wird dann immer gesagt, wird empfohlen mit 8 oder mit 9, je nachdem wie fest oder locker man eben strickt. Und jetzt zeige ich euch noch meine Reste, die sind sehr überschaubar. Das ist das hier. Das sind die Reste dabei. Und aus diesen Resten werde ich noch die Fransen unten zurechtschneiden und dann kann der auch getragen werden. Und wann ist das? Irgendwann Anfang Dezember? Das ist der 8. Dezember. Ich weiß es gar nicht so genau. Da ist dann der Tag, an dem man ein Zeichen setzen soll. Und jeder, der diesen Schal gekauft hat oder gestrickt hat, soll ihn doch dann bitte tragen in der Öffentlichkeit. Und das auch zeigen. So, das ist der Schal fürs Leben. Jetzt geht's weiter. Was ich jetzt noch offen habe auf den Nadeln, das ist nämlich der Sleeveless. Das ist ein Polunder. Der wird jetzt schwer zu zeigen, weil ich eben noch nicht fertig bin. Ne? Ich bin ja mittendrin. Der Sleeveless ist ein Polunder von Hygge Strick, was die Lone Kjeldsen ist. Das ist eine Kaufanleitung von Ravelry auf Englisch. Die ist nicht auf Deutsch. Oder? Doch, die ist wohl auf Deutsch. Entschuldigung, ist doch auf Deutsch. So, ich zeige den jetzt einfach mal von unten, also kopfüber. Die Anleitung kann runter. Also, das ist der untere Teil und ihr seht,
hinten das hintere Teil hier oben ist, hier ist schon fertig und das ist Vorderteil. Fehlt jetzt noch ein Stück. Ich bin jetzt an der Stelle, wo man den Halsausschnitt jetzt formt. So, jetzt hat dieses, das habe ich euch beim irgendwann schon mal gezeigt oder erzählt, als ich das vorgestellt habe. Das ist ja hier so ein Rippen, ein etwas breiteres Rippenmuster. Das geht dann irgendwann über in ein etwas schmaleres Rippenmuster. Und an der Stelle, wo dieser Übergang ist, das ist genauso hier unten auch, wird eigentlich eine Runde querliegender Maschen gestrickt. Also das sind, man nennt das Wickel Braid. Das ist so ein sieht aus wie ein querliegendes Zöpfchen. Das habe ich nach Anleitung gemacht, aber das sah nicht gut aus. Das ist mir nicht gut gelungen und es war auch wenig elastisch. Es war irgendwie ein bisschen, und dann waren die Maschen so lang gezogen, dann habe ich das weggelassen. Aber ich finde, das ist ein echt nettes Feature so an diesem Pulli und ich möchte das gerne noch dazu haben und deswegen werde ich das nachträglich noch versuchen, mit der Häkelnadel einfach aufzuhäkeln, also einfach Kettmaschen darüber häkeln. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt, ob das gut wird, aber ja, warum denn nicht? Ne? Ja, das Sleeveless wird ein Polunder. So. Es kommt ja keiner vorbei an Polundern dieses Jahr. Ne? Und dann kommt hier an der Seite kommt noch ein ganz leichtes Ärmelbündchen dran und noch hier oben am Kragen ein Bündchen. Und dann ist er fertig. Ich stricke den aus einem Alpaka-Garn. Achtung, jetzt kommt Werbung. Denn dieses Alpaka-Garn habe ich geschenkt bekommen wurde mir zur Verfügung gestellt von Diese Wolle Werksverkauf. Das ist ein Handel, ein Wollhandel in Stollberg bei Aachen. Und die hatten auch auf dem Wollfestival in Düsseldorf einen Stand. Da war es aber so voll, dass ich gar keine Zeit hatte oder gar nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie da dran zu kommen. Und diese Firma hat mir diese Wolle zur Verfügung gestellt. Und das ist ein ganz, ganz fantastisches Alpaka-Garn. Das ist super weich und ganz angenehm zu tragen. Also wahrscheinlich, weil es ist, in den Händen ist es schon einfach total schön. Und es hat überhaupt nichts Kratziges an sich. Und ich freue mich, wenn das fertig ist. Und ich freue mich, wenn ich demnächst mal dahin fahre. Denn es ist von uns aus, wo ich hier wohne, im Rheinland in der Nähe von Düsseldorf, ist es wirklich nicht so weit bis dahin. Und dann haben wir schon, also Freundinnen und ich haben uns dann überlegt, ob wir da nicht mal einen Tagesausflug hinmachen am Wochenende. Denn die haben auch nur bedingt auf, also die haben nicht jeden Tag geöffnet. Muss man auf der Homepage mal gucken. Ich werde euch das unten verlinken, den Online-Shop, sowie auch die Haupt-Homepage, wo man einen Einblick bekommt in die Geschäftsräume bei denen in Stollberg. Ja. Gut, dann muss ich mich bei euch bedanken. Und zwar habe ich nämlich letztes Mal mein Kaschmir-Colding vorgestellt und habe gleichzeitig auch noch dazu gesagt, dass ich so ein bisschen Colding müde geworden bin. Und da haben dann einige von euch, das ist wirklich viele von euch, haben mir dann direkt über Instagram und hier auch in den Kommentaren Modelle empfohlen, die man alternativ machen kann, die von der Form her vielleicht ein bisschen ähnlich sind, aber nicht weniger Strickspaß. Und vielen Dank dafür. Ich habe mir das alles angeschaut und jetzt zeige ich euch meine Auswahl. Und zwar, der Renner war der Coral Reef Wrap, eine Anleitung auf Englisch. Also praktischerweise war, als ich das dann gesehen habe, hier von Lisa Hannes, Maliha Designs, von Ravelry habe ich das. Und als ich mir die Anleitung angeschaut habe, war die auch gleichzeitig auch noch reduziert. Da habe ich mir die direkt gekauft. Und der gefällt mir wirklich richtig gut. Ist halt hier so ein, das ist von der Form her ähnlich. Also fängt klein unten, schmal unten an und wird zur Mitte hin immer breiter. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann haben wir hier noch den Somera. Der Somera ist ebenfalls eine Anleitung von Ravelry von Sandra Fischer, Strickfisch
nennt die sich auch. Und das war mal ein Knitterlong im Sommer. Sie hat hier die Sommervariante. Ich würde das dann auch als Sommervariante machen. Das funktioniert mit Hebemaschen. Ist genauso, am Anfang wird es schmal, dann wird es ein bisschen breiter, wieder zurück. Und müsst ihr euch mal angucken, das ist echt ein nettes Teil. Also gefällt mir wirklich gut. Und was soll ich sagen, ich habe sogar schon Wolle dafür im Auge. Dann gab es, das hat jetzt nichts mit meiner Colding-Müdigkeit zu tun, aber dann gab es auch noch, ja, den Farnölsand. So, das ist eine ganz andere Form mal wieder, aber es ist auch von Chris Berlin, die auch den Colding geschrieben hat, also die Anleitung dafür geschrieben hat, und das funktioniert hier mit Zöpfen und mit Streifen, und da ist momentan wirklich jeder hinterher und will den stricken. Ich habe mir schon viele Garnmöglichkeiten hier bei mir angeschaut, und höchstwahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich den stricken aus der Biobalance von BC Garn. Da habe ich noch einiges übrig, und meiner wird sehr wahrscheinlich auch einfarbig werden, aber warten wir es ab. Ne? Schauen wir mal. Dann habe ich noch eine letzte Anleitung zu zeigen, die ruht schon ewig in meinem Stash, in meiner Bibliothek. Und da musste ich auch so lachen, und zwar die Marion von Willows Knits heißt jetzt. Die Marion, die hatte nämlich auf dem Wollfestival in Düsseldorf dieses Tuch gesehen und war auch direkt hypnotisiert davon und hat die Anleitung gekauft, und die hat das auch schon angeschlagen. Bei mir ist es leider beim Kauf der Anleitung geblieben. Ich habe es noch nicht angeschlagen, weil es ist dann auch auf Englisch. Und es war dann irgendwie so, dass ich da größten Respekt vor habe. Und ihr wisst, meine erste Anleitung auf Englisch, die ich gestrickt habe, war der Ranunculus vor kurzem. Und ich rede von dem Nellissimo. Ein wunderschönes Tuch. Riesig groß, beziehungsweise es kommt in der Anleitung in verschiedenen Größen daher. Also man kann das anpassen an das, was man an Wolle zur Verfügung hat. Also wirklich ein richtig tolles Tuch. Und auf dem Wollfestival war das so, das hing da und man hat es angefasst und man wollte sich da drin einkuscheln, weil das so schön war. Es war wirklich so eine schöne Wolle, und der muss noch ein bisschen warten. Und eventuell, also wenn ich nächstes Jahr zum Wollfestival natürlich fahre, möchte ich ja sehr gerne, ich hoffe, es klappt. Und wenn die dann nochmal da sind und vielleicht kaufe ich mir dann da das Originalgarn, weil das war einfach fantastisch, war richtig, richtig schön. So, was habe ich jetzt hier noch? Genau, jetzt kommt noch was in eigener Sache. Und zwar, da ist ja noch ein Projekt drin, mein Mann und ich, wir haben nochmal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ans letzte Jahr, diejenigen, die neu sind, wissen das vielleicht noch gar nicht, aber ich habe im letzten Jahr mein Wollhaus vorgestellt. Mein Mann und ich haben wieder ein paar Häuschen gebastelt für euch. Und ich werde euch unten die Sonderfolge nochmal verlinken. Und dann könnt ihr euch alle Infos zum Wollhaus nochmal anschauen. Und dieses Wollhaus ist käuflich zu erwerben bei mir und funktioniert folgendermaßen. Es ist natürlich hier zum Öffnen und ihr könnt darin eure Wolle lagern. Sieht hübsch aus, finde ich. Ich finde es sehr, sehr schön geworden. Und ihr könnt es auf dem Tisch stehen lassen, auf dem Regal oder auf dem Stuhl oder auf dem Sofa oder. Die Wolle ist da drin safe und keine Katze kann sich da drin verfangen. Es kann sich auch kein Hund irgendwie die Wolle schnappen und abhauen. So. Schreibt mich gerne an, wenn ihr ein Haus haben möchtet. Meine E-Mail-Adresse ist ebenfalls unten verlinkt. Sollte es jetzt der Fall sein, dass es mehr Interessenten gibt, als ich jetzt noch zur Verfügung habe. Bis Weihnachten werde ich das sicherlich noch hinkriegen, allen, die möchten, ein Wollhaus zu bauen.
Okay. Das dazu. Was habe ich jetzt noch hier drin? Hier habe ich noch eine Kleinigkeit drin. Und zwar habe ich hier eine Mütze angefangen. Im zwei rechts, zwei links Rippenbündchen. Das wird die Mütze Sarah. Nicht Cara, Sarah. Ebenfalls von Paula Strickt, beziehungsweise Susanne Müller heißt sie, käuflich auf Ravelry. Ich habe das Muster habe ich jetzt nicht dabei, aber das ist eine Mütze, die hat ebenfalls ein umgeschlagenes Bündchen und der obere Teil wird gezopft. Da sind verschiedene, also sind mehrere Zöpfe drin, sieht echt super schön aus. Gestrickt wird das Ganze mit der, also ich mache das so, mit der Big Merino in der Farbe 21. Das ist ein Grau-Beige-Ton. Das Bündchen stricke ich mit Nadelstärke 4. Der Rest wird mit Nadelstärke 5 gestrickt. Und wenn alles klappt, kommt obendrauf mein Fellbommel. Mein Fellbommel, den ich gekauft habe im Sommer beim Wollfestival. So, das. Jetzt habe ich fast, jetzt bin ich fast durch und habe fast alles gezeigt. Jetzt kommt noch was. Ich muss schon lachen. Ja, es ist so, ich werde häufig doch gefragt, Mensch Nico, so viel wie du immer strickst, das kann man doch alles gar nicht anziehen. Nee, kann man auch nicht. Und das ist so, nicht jedes meiner Klamotten, die ich da stricke, nicht jedes Teil wird auch zum Lieblingsteil. Manches trage ich rauf und runter, manches trage ich eben eher selten. Aber trotzdem muss dieser ganze Kram irgendwo gelagert werden. Und jetzt hat die Tina vom Kanal Tinas Nordseeglück neulich in ihrer neuesten Folge gefragt, ob ich nicht mal zeigen möchte, wo ich denn meine ganzen Strickpullis und Cardigans und Schals und Tücher, wo ich das denn aufbewahre. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, das mache ich. Bietet sich ja für mich jetzt auch dann die Möglichkeit, vielleicht auch noch mal ein bisschen zu sortieren oder so. Mache ich gerne. Mache ich aber eventuell nicht unbedingt in der nächsten Folge, sondern in der übernächsten Folge. Ich muss mich erst noch mal mit der Aufnahmetechnik hier irgendwie auseinandersetzen, weil das ist ja, ich bringe das natürlich nicht, ihr wollt ja den Schrank sehen, der ist oben. Ich habe diese Challenge angenommen und ich werde euch das dann zeigen. Was ich auch machen möchte, ich möchte gerne euch immer mal wieder eins meiner Lieblingsstücke zeigen. Und zwar fange ich heute damit an, dass ich euch eine Mütze zeige. Und das ist eine meiner ersten Mützen, die ich gestrickt habe. Relativ schlicht. Ein 1 rechts, 1 links Bündchen. Hier hinten ist sogar ein Fehler drin. Aber dieser Fehler ist genau auf der Rückseite. Den suche ich immer und dann weiß ich, da ist hinten. Es ist glatt rechts gestrickt. Nach dem Bündchen gibt es hier so, da werden so Schlaufen dann einmal so quer gezogen, aber auch nur zweimal in zwei Runden. Und dann wurde das gestrickt aus, ich weiß noch, das war die Drops Air, ein Knoll und ein Garn von Lana Grossa. Das ist ein Silk Hair Garn und das hat so Pailletten mit drin. Und warum die das aus dem Programm genommen haben, ich weiß es nicht. Ich finde das so schön, vor allem wenn man die aufhat. Sieht das immer aus, wie als wären da so Schneeflöckchen drauf, so das glitzert. Und das ist so schön. Ich mag diese Mütze so gerne. Und ich ziehe die jetzt auch mal auf. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo hinten ist hier. So, jetzt ziehe ich die mal an. So. So, das ist meine fast erste Mütze, die ich gestrickt habe, die mir gut passt, die ich total gut leiden mag. Und mir ist es mal passiert, dass ich diese Mütze verloren habe. Und ich war echt so traurig, dass ich die verloren hatte. Habe sie aber nicht verloren, denn die steckte in der Kapuze meiner Jacke hinten drin. Und da habe ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass das passieren kann, dass sie da hinten drin steckt. Ja, und dann war ich echt happy, dass ich die wieder gefunden habe. Und
wie alt die ist. Ich kann es gar nicht sagen. Die ist bestimmt schon 8 Jahre alt oder so. Und ich mag die wirklich gerne. Wirklich. Das ist ein absolutes Lieblingsteil. Und jetzt habe ich es geschafft für heute. Meine Stimme hat es auch mitgemacht. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Und wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Strickt schön, seid fleißig, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!